Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Bekannte und Freunde von Duschka Dragun. Herzlich willkommen, die Kollegen und Kolleginnen der Charité. Und auch herzlich willkommen den Menschen draußen an diesen elektrischen Geräten, die in dieser merkwürdigen Zeit trotzdem anwesend sein können. Wir wollen heute an Duschka denken. Ich muss es jeden Tag, weil wir waren Nachbarn und sind in den letzten Wochen zusammen immer jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gegangen, einmal um den Block. Und es war beeindruckend zu sehen, wie diese kurze Strecke doch eigentlich, normalerweise geht man die bei 4-5 Minuten, zu einem Erlebnis werden kann. Einmal wegen Duschka. Und zum anderen wegen der Umstände, in denen sich Duschka befand, die doch recht schwierig waren. Und ich, sie nannte mich immer einen pathologischen Optimisten, ich eigentlich immer das nicht wahrhaben wollte und gesagt, ja, wir gehen einfach ganz normal spazieren, mit Pausen zwischendrin. Und leider wird es diese Spaziergänge nicht mehr geben. Aber die Erinnerung daran bleibt. Und wir sind immer einmal Meinecke Straße, Fasanenstraße, die Runde gegangen und kam an einer dieser Plaketten vorbei, die in Berlin angebracht werden für Persönlichkeiten, die in diesen Häusern gewohnt haben. Und eine Plakette davon war Mascha Kalecko. Und wir blieben davor immer stehen, machten Pause und redeten über Gott und die Welt, über Kunst, Kultur, alles Mögliche und über das Leben. Und aus diesem Grunde möchte ich gerne ein Gedicht von Mascha Kalecko für Duschka vorlesen und auch für Anica und Duschka. Das letzte Mal. Du gingst fort. In meinem Zimmer klingt noch leis dein letztes Wort. Schöner Stunden, matter Schimmer, blieb zurück. Doch du bist fort. Lang noch sehe ich steile Stufen zögernd dich hinuntergehen. Lang noch spüre ich ungerufen dich nach meinem Fenster sehen. Oft noch höre ich ungesprochen stumm versinken manches Wort.
oft noch das gewohnte Pochen an der Tür. Doch du bist fort.
liebe Eltern von Duschka, liebe Freunde von Duschka, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Britta Siegmund und ich habe viele Jahre zusammen mit Duschka an der Charité gewirkt. Wir haben nie wirklich zusammen in einer Klinik gearbeitet, aber ich glaube, gewirkt ist der richtige Ausdruck. Und ich habe, als Tanja mich gefragt hat, ob ich hier ein paar Worte sagen kann, habe ich überlegt, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und es muss 2005, 2006 gewesen sein. Duschka hatte gerade einen ganz für sie ganz wichtigen Artikel publiziert, den New England Journal of Medicine Paper. Sie hat den Facharzt gemacht, ist Oberärztin geworden und zur gleichen Zeit hat die Charité einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Die Charité wurde eins, die drei, vier Campi wurden eins. Und auf eine Initiative von Herrn Ganten hin gründete sich eine kleine Gruppe, junge Charité. Und in dieser Gruppe, das waren so 10, 20 Leute am Anfang, nachher war das so ein harter Kern von 5, 6, da haben wir uns getroffen und da haben wir uns kennengelernt. Und diese Gruppe hat über ziemlich viele verrückte Themen, auch in langen Abenden diskutiert. Und aber eines dieser verrückten Themen war, dass wir dachten, wir müssen andere Bedingungen schaffen für junge Kliniker, die Wissenschaft machen wollen. Und daraus ist die Idee eines Clinician Scientist Programm entstanden. Und wir haben dann 2019 den Antrag geschrieben für die VW-Stiftung mit Duschka im Lead. Der ist genehmigt worden und dann wurde genau vor 10 Jahren, 2011, das Berliner, damals das Pilotprogramm genannt, das Friedrich-Luft-Clinician-Scientist-Programm, gegründet, gefördert von der VW-Stiftung und der Stiftung Charité. Und wenn man jetzt heute zurückguckt, damals waren das 10, 12 Leute, die ersten heute, unsere Fellows im Moment sind über 100, können Sie schon erahnen, wie sich dieses Programm entwickelt hat. Und diese Entwicklung geht ganz maßgeblich auf eine Person zurück und das ist Duschka. Und sie hat verschiedene Dinge über diese 10 Jahre gemacht. Über die 10 Jahre ist ein Junior Clinician Scientist Programm für die Jüngeren dazugekommen. Es sind verschiedene Arme des Clinician Scientist Programms dazugekommen. Es ist in den letzten 3 Jahren mit viel Diskussion, wie wir das am besten gestalten, noch ein Advanced Clinician Scientist Programm dazugekommen. Ich glaube, das war ein Teil ihrer Arbeit, aber der andere Teil war, was sie durch ihre unermüdliche, kämpferische Art, und ich glaube, jeder hier im Raum weiß, was ich meine, dieses Konzept national gegen alle Widerstände, gegen alle Leute, die meinten, dass sie es besser wissen, dieses Konzept vehementest in allen Lebenslagen vertreten hat. Und ich glaube, weil sie dies so vehement gemacht hat, ist sie dann auch zu der Person in Deutschland geworden, die alle Leute angerufen haben, wenn sie wissen wollten, wie man denn so ein Programm am besten weiterentwickelt, auf was man achten muss, was vielleicht wichtige Punkte sind. Und so hat Duschka mit ihrem Team, also von dieser etwas verrückten kleinen Gruppe 2011, entwickelte sich das Ganze dann heute zu einem beeindruckenden, unglaublich unterstützenden Team um Duschka herum, was dieses ganze Programm auf sich hält. Hat Duschka auch bis zuletzt, bis Ende November, hat sie uns bei der Antragstellung für ein Advanced Clinician Scientist Programm fürs BMBF unterstützt. Und die Ideen von ihr sind ganz wesentlich hier mit eingegangen in den Antrag und gehen noch mit ein. Was bleibt von dem allem? Was bleibt, glaube ich, haben wir gemerkt, als wir den Tod von Duschka den Fellows mitgeteilt haben und die gesagt haben, was können wir jetzt tun? Und ich glaube, das signalisiert sehr schön, dass alle Fellows, die bei uns sind, über 100, über 200 Fellows, die bei uns durchs Programm gegangen sind, die werden immer den Namen von Duschka als einen wesentlichen Baustein in ihrem Lebensweg, in ihrem beruflichen Lebensweg in Erinnerung behalten. Und wir haben Duschka als Team versprochen, dass wir ihre Ideen, ihre Konzepte weiterentwickeln werden, hoffentlich in ihrem Sinne weiterdenken werden und wir werden das verankern und ich hoffe, dass die Geschichte der Charité, dieses Programm wird die Charité noch viele, viele Jahre, Jahrzehnte hoffentlich begleiten
Und es werden alle immer zurückdenken an Duschka, weil ohne sie wäre das so nicht möglich gewesen.
trage moi. Dear friends, family, colleagues, I am Dushka's Tanya. Our friendship goes back 64 years ago, started with our fathers. Draga naša Duška, dušo moja, dušice, dulence, dukac, mala moja seko. Our sorrow is deep and immense, but so is our pride. We are proud of all the achievements that you have made as a doctor, professor, scientist, proud of all the awards and programs that may soon carry your name. But even more than that, we are proud of who you were as a person and still are for us. From your mother, you inherited passion and this spirit of a warrior. Ain't no mountain high enough. From your father, you inherited contemplation, analytic thinking, and the power of connecting. And already as a small child, you were bright and smart, and your parents cherish many anecdotes and tell often about them, how you had sharp discussions, smart discussions with 5 times older people, neighbors and friends at the age of 10. I'm sure you will recognize that. Your far too short life left many traces for 10 lives, and it's hard to choose what to say in a few minutes. So many, many, many dear, warm memories. So should I say something about our dinners where we had somewhere in the world we found each other always and had long discussions about all kinds of subjects, topics, because Dushka was interested in so many things and she knew so many things and she had opinion about so many things. Or should I say something about how you were always saving lives of our parents, of our dear ones? No matter where in the world she was always there, caring, calling, organizing, saving. Right. Or should I say something about how all those moments that we laughed until our stomachs ached? And one example is when we were soaked with water on the Waldbühne and a concert got canceled because of the rain and we were cold and miserable and left home with Igor and a couple of friends, took a bottle of excellent wine and cheese and laughed, had a wonderful evening. I can go on and on. But I would like to say just one more thing about one of your greatest talents. And that is a talent to connect with your beautiful brain and intuition. You were able to connect items that seem unconnectable, but later on fit so obviously. Clinic, science, why separate them? Bring them together. Discoveries in nephrology, apply them in rheumatology. There are many professional examples and I'm sure that the results will stay forever. But for me, the most important is your power to connect people. People that without you wouldn't have met. People, different people from all over the world. And for your 50th birthday, you collected a very colorful
company of friends. Most of us didn't see each other before, but we knew about each other because you were always telling so many stories, and we were always special, all each of us in those stories. It was a wonderful evening, a magic evening, as Toby says. We stayed till late and got connected, got hooked. And we, your connected friends, will continue with our friendship. And you, my dear, as our bond, will be there with us. And when we celebrate your 52nd birthday, I'm sure it will be a magic evening again, because you will be with us. Thank you.
Andruschka. Diese seltene berufliche Kombination von begnadeter Wissenschaft, welche im Wesentlichen auf die Umsetzung der eigenen Ideen fokussiert ist, und die Schaffung hochinnovativer Ausbildungsstrukturen, welche im Wesentlichen auf die Ideen und Entwicklung anderer fokussiert ist, war nicht nur hoch erfolgreich, sondern auch ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ja einzigartig, wie Duschka selbst als Person. Diese scharfe Intelligenz, die Kreativität der Gedanken, die Kreativität der Analyse, die Offenheit, das Spiegeln der eigenen Persönlichkeit und zum Teil auch die gnadenlose Direktheit hat jeden von uns geprägt, herausgefordert und die eigenen Horizonte erweitern lassen. Es ist irgendwie kaum in Worte zu fassen, welche Lücke hier hinterlassen wird und wie sehr jedem Einzelnen und auch mir persönlich das fehlt. Aber eines ist ganz klar, für alle Menschen, die in engem Kontakt mit Duschka sein durften, wird diese kleine, ewig neugierige, quirlige und scharfsinnige Duschka zurückbleiben. Es wird immer mal wieder anklopfen, uns den eigenen Spiegel vorhalten, uns helfen, komplexe Probleme besser zu verstehen und Ereignisse und unser Umfeld besser zu analysieren. Das war gestern so, das ist heute so und das wird immer so bleiben. Danke, Duschka. Danke für alles. Dear parents, dear colleagues and friends, Duschka is gone and I will miss her. I will miss her brilliant analysis, her dedication for science, her visions. She was a fighter's heart, brave, and she has never evaded a dispute. By this, she has pushed things forward and also people. Her missions will be continued. I am very thankful for the ability to accompany her for a while. She has opened doors for me, and by her initiative, I have found my scientific network, friends, and colleagues. She was an important part of my scientific career, and I am very thankful to have met her. I wish I would be so smart like her. This present I received from her, and that is my daily remembering you. Dear parents, I can only imagine how you feel. Duschka has chosen her life and her dedication. She has achieved much more in her life than most of us could have achieved. Thank you for giving us the possibility to meet her. Rest in peace, Duschka. Liebe Eltern von Duschka, liebe Verwandte und liebe Freunde, leider können wir in Zeiten von Corona nicht persönlich bei Ihnen vor Ort sein, aber wir möchten durch diese Videobotschaft gerne, zumindest virtuell, als BIH Academy einen Beitrag zu der Trauerfeier leisten. Alke Frese, Ivan May und ich, Nathalie Huber, werden stellvertretend für das gesamte Team ein paar Impressionen und Blitzlichter aufleuchten lassen und dadurch vermitteln, wie sehr uns die Zusammenarbeit mit Duschka geprägt hat und wie sehr wir sie vermissen. Es fällt schwer, Duschka und die Zusammenarbeit zwischen ihr und mir zu beschreiben. Wir beide waren, und hier zitiere ich gerne Duschka, perfekt synchronisiert. Wir haben so oft zeitgleich das Gleiche gedacht. Wir haben uns in Sitzungen die Bälle zugespielt und wir hatten Brainstorming-Sternstunden bei der Erstellung von Konzepten. Duschka war open-minded und hat immer über den Tellerrand der Medizin geschaut. Sie hat die Leitplanken gesetzt und hat uns immer auch den Freiraum für die kreative Ausgestaltung gelassen. Sie hat uns stets dazu ermutigt, Projekte nicht nur zu verwalten, sondern disruptiv zu administrieren. Das war auch so ein Duschka-Ausdruck. In Vorbereitung auf dieses Video ist mir eine Begebenheit aus dem Frühjahr 2016 eingefallen. Da war ich gerade ganz frisch an der BIA und eine große Veranstaltung zum 5-jährigen Bestehen des Clinician Scientist Programms stand vor der Tür. Wir haben hierfür ein Video über Duschka gedreht und ich war mit einem Kamerateam vor Ort im Flur vor ihrem Büro. Duschka stellte sich in Pose, redete 10 Minuten druckreif
und damit war der gesamte Beitrag im Kasten. Ich war mächtig beeindruckt. Ich hatte mit mehreren Takes, mit Zusammenschneiden des Beitrags und so weiter gerechnet und habe das dann auch so Duschka berichtet. Und da meinte sie zu mir in ihrer eigenen Art: Weißt du, Nathalie, ich bin Intensivmedizinerin. Und wenn ich den Bauchschnitt ansitze, dann muss der sitzen. So war sie. Hochkonzentriert, straightforward. Aber sie konnte bei passender Gelegenheit auch einfach wunderbar loslassen und das Leben genießen. Ich überreiche das Wort jetzt gerne an Alke. Liebe Duschka, die letzten 5 Jahre durfte ich dich in deinem Arbeitsleben begleiten. Von Beginn an war es bemerkenswert, mit welcher Willenskraft und glühenden Leidenschaft du für deine Ziele und Herzensangelegenheiten gekämpft hast. Neben der Arbeit verlor Duschka nie den Blick für die schönen Dinge des Lebens. Man konnte sich in Gesprächen wundervoll dazu austauschen. Dies zeigte sich auch in den für mich sorgfältig ausgewählten New York-Empfehlungen, die meinen Aufenthalt dort abseits der touristischen Hotspots bereicherten. Bis zuletzt hast du dich kämpferisch gezeigt und hattest noch so viele Ziele und Visionen für die BIA, was du mir in beeindruckender Weise in einem unserer letzten Telefonate mitgeteilt hast. Ich werde dich, liebe Duschka, als kraftvolle und lebensfrohe Persönlichkeit in Erinnerung behalten. Dein Vermächtnis wird für uns alle Auftrag für die Zukunft sein. Ich übergebe das Wort gerne an Ivan. Du wirst in meinen Gedanken als eine Frau bleiben, die das Leben intensiv lebte und ihre Ziele intensivst verfolgte. Du liebtest die Aussage, das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen oder schlechten Wein. Unsere gemeinsamen Essen mit dem ganzen Team an deinem Geburtstag oder ein super Steak-Essen mit tollem Wein in San Francisco oder einfach nur einen tollen frischen Tee zu genießen, sind beispielhaft dafür. Auch für die Akademie und das Clinician Scientist-Programm wolltest du immer das Beste und hast gekämpft wie eine Löwin. Kein Wunder, dass wir immer geglaubt haben, dass wenn jemand diese Krankheit besiegen kann, dann du. Mir wird immer deine Überzeugung bleiben, dass nur weil es vielleicht keinen Weg zum Ziel gibt, das nicht heißt, dass man ihn nicht selbst schaffen kann. Das hast du immer wieder bewiesen. Leider hast du in deinem letzten Kampf keinen Weg finden oder einen neuen schaffen können, um deine Krankheit zu überwinden, und musstest von uns gehen. Du hinterlässt eine große Lücke bei mir, beim Team und bei vielen anderen, und wir werden dich vermissen, aber nie vergessen. We, Nancy Reisman and Adriana Zibi, will truly miss Duschka, this young, accomplished, brilliant scientist who was an enlightening, encouraging and supportive collaborator. She provided insight for us and guidance in a new field of the impact of non-HLA antibodies in clinical transplantation. Her pioneering work and extensive collaboration will continue to contribute to the field of transplantation and improve patient care. Duschka was a fighter, passionate about the scientific truth and an inspiration for the young woman scientists. More importantly, she displayed the elements of a true, enduring friend who will be not forgotten and forever in our hearts. We have great memories to cherish and a legacy to build. Dear Duschka, you brought us all to work together. You were our mentor. You showed us that working hard and hold one's position can overcome difficulties. You taught us how to find the essence and the impact of our work and how to communicate it properly. You did not let drawbacks bring you down. You were always present when we needed you. We are sincerely missing you. Dragi moj Dukac, nadala sam se da ćemo imati vremena nadoknaditi sve ovo vrijeme koje smo bile razdvojene zbog daljine koja nas je dijelila. Zbog života koje smo vodile, ne razmišljajući puno o sebi samima. Nismo bile blizu, ali znala sam da si uvijek tu ako mi je potrebno. Nosim u srcu tvoj smijeh, tvoje šale
i ponosna sam koliko si bila čvrsta i koliko si sebe dala drugima. Neizmjerno sam tužna i još mi je teško povjerovati da nisi više s nama. Svima nam jako nedostaješ i ne znam kako se boriti sa ovom tugom. Nadam se da si otišla kako bi bila na nekom boljem mjestu i gdje bi pronašla svoj mir. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života. I s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla. Liebe verehrte Eltern von Duschka, liebe Trauergemeinde, wir sind erschüttert und traurig über den Verlust von Duschka. Duschka war eine sehr ungewöhnliche Frau, die viele Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Schüler, Schülerinnen und Patienten unterstützt hat, ganz abgesehen von ihren eigenen wissenschaftlichen Errungenschaften. Und das in der Charité, die zum Teil noch extrem veraltet war. Die Charité hat die wissenschaftliche Forschung von Duschka erschwert, muss man sagen. Aber Duschka gab nicht auf, blieb immer positiv, innovativ und konstruktiv. Das Charité BIH Clinician Scientist Programm, das Duschka gegründet hat, hat den entsprechenden Standard in Deutschland definiert. Wir trauern mit Duschkas Eltern, mit ihren engen Freunden, Freundinnen, die hier sind, und mit allen anderen Menschen, die von Duschka wissenschaftlich gelernt haben. Sie trauern mit uns buchstäblich in aller Welt, von Australien bis hin zu uns in Berlin. Ich möchte an dieser Stelle Duschkas Eltern für ihre so liebevolle Unterstützung von Duschka von Herzen danken, sowie für die Unterstützung der Ärzte von Duschka und der Freunde, die Duschka während ihrer Krankheit begleitet haben. Duschka ist viel zu früh gestorben. Sie hat ihre Lebenserfahrung mit sich genommen. Was geblieben ist, ist die Liebe, die zwischen ihr und uns gelebt wurde. Duschka, wir vermissen dich so sehr.
thank you all for being here, and special big thanks to doctors, friends that were fighting together with Dushka so hard, with all their heart, till the last moments.